Hallo, liebe Hungrige. So einfach wie der Name klingt, so lecker schmeckt er aber auch. Sozusagen ein echter Feinkostsalat. Kann man so essen oder aufs Brot und ist auch eine tolle Grillbeilage. Wir brauchen dafür eine Paprika, vorzugsweise rot, Gewürzgurken und da darf es auch die Mini-Variante sein, also Cornichons oder Cornichons. Wir brauchen Äpfel, eine Zwiebel, die muss nicht unbedingt rot sein, ein Ei und ein paar Tomaten, außerdem frische Petersilie. An Gewürzen Pfeffer, Salz und Paprika und außerdem fürs Dressing Essig, Öl und etwas Senf. Und selbstverständlich brauchen wir natürlich auch die namengebende Zutat, also Bockwurst. Und ich nehme noch lieber als normale Bockwürste Krakauer. Und um diese kümmern wir uns gleich mal zuerst und schneiden sie in dünne Scheiben. Dann kochen wir das Ei, und zwar hart, wirklich hart, damit es dann im Salat nicht matscht. Und wenn es gekocht und geschält ist, schneiden wir es in kleine Stücke. Nun zu den Gurken, und diese schneiden wir wahlweise in dünne Scheiben oder würfeln sie. Der Paprika, und ihr könnt natürlich auch Spitzpaprika verwenden, wird vom Kerngehäuse befreit und dann in kleine Stücke geschnitten. Auch die gewaschenen Tomaten schneiden wir in kleine Stücke und die geschälte Zwiebel wird fein gehackt. Fehlen noch die Äpfel und diese könnt ihr schälen, müsst es aber nicht, ganz nach Geschmack. Auf jeden Fall aber natürlich vom Kerngehäuse befreien und dann auch diese in kleine Stücke schneiden. Und schon geht's los mit dem Einschichten. In eine große Salatschüssel geben wir als erstes die Bockwurstscheiben. Die Paprikastücke kommen mit dazu. Ebenso wie die klein geschnittenen Äpfel. Wir ergänzen mit den Gurkenstücken. Nun sieht's ja schon mal schön bunt aus. Die klein geschnittenen Tomaten kommen ebenfalls mit hinein. Und genauso die gehackte Zwiebel. Nur noch das Ei. Und dann wird alles erstmal kurz miteinander vermengt. Am besten natürlich mit dem Salatbesteck. Das hat ja nicht umsonst seinen Namen. Dann geben wir noch die Petersilie, nachdem wir sie fein gehackt haben, auf den Salat und müssen nun aber erstmal schnell das Dressing zubereiten, geben dafür in eine Schüssel zum Öl 3 Esslöffel vom Essig, dann alles verrühren, dann ergänzen wir mit dem Senf einen Teelöffel und noch einen zweiten und dann alles nochmal kurz miteinander verrühren, einfach so mit einer kleinen Gabel und nur noch würzen und zwar ruhig kräftig mit Pfeffer, ebenso mit Salz. Und auch vom Paprika geben wir dazu. Anschließend alles nochmal gründlich miteinander verrühren. Und dann gießen wir das Dressing über den Salat. Vermengen dann alles nochmals. Natürlich wieder mit dem Salatbesteck. Und dann abdecken und zum Durchziehen erstmal für eine Stunde kühl stellen. Danach kosten wir mal und schmecken gegebenenfalls ab. Bei mir kommt also noch ein bisschen Pfeffer und auch ein bisschen Salz dran. Natürlich alles nochmal verrühren und dann kann gegessen werden. Dieser eigentlich aus den neuen Bundesländern stammende Salat ist eine schöne Grillbeilage, schmeckt aber genauso gut aufs Brot. Eine originelle Variante ist, ein Brötchen auszuhöhlen und dieses mit dem Bockwurstsalat zu füllen. Ganz wie ihr eben möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Und falls ihr dazu etwas grillen möchtet und es als Dessert ein Stück Kühlschranktorte geben soll, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.